Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem Citroën C3 80 kW, 1,6 Benzinmotor, Baujahr 2003. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, Benziner. Und bei dem wollen wir einmal den Bremssattel hinten wechseln. Wir wollen eigentlich mehreres machen, aber in dem Video geht es einmal darum, den Bremssattel zu wechseln, worauf man achten müsste, könnte, um das Ganze zu wechseln. Und ja, wie das Ganze zu wechseln geht, Kauflink unten in der Videobeschreibung, Werkzeug unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Wichtig, bevor ihr da dran geht, ihr müsst die Bremsanlage komplett entlüften, weil manche fragen mich, muss ich denn nur hinten rechts wechseln? Nein, wenn ihr die Bremsen, wenn ihr das Bremssystem, das Bremsflüssigkeitssystem oder die Bremsanlage allgemein einmal öffnet, müsst ihr immer die komplette Bremsanlage entlüften bzw. Bremsflüssigkeit wechseln, entlüften, wie man es nehmen möchte. Und das ist ganz wichtig vorab. Ihr werdet niemals schaffen, den Bremssattel zu wechseln, ohne dass ihr die Bremsen nicht entlüften müsst. Deswegen, wenn ihr dieses Video anguckt und euch denkt, das kriege ich selber hin, wichtig ist, dass ihr entweder eine zweite Person habt, um das Ganze mit dem Fuß zu entlüften, oder Bremsflüssigkeit, Entlüftungsgerät, um das Ganze per Druck zu entlüften. Da folgt ein separates Video zu. Ja, das werden wir hier aber jetzt nicht mit einblenden, um das Ganze zu entlüften, weil hier geht es einmal um den Tausch und das Entlüften ist ein separates Video. Deswegen vorab wichtig, auch wenn ich das hier nicht zeige, ihr müsst die Bremsanlage entlüften. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, Kauflink unten in der Videobeschreibung, Werkzeug auch unten verlinkt. Wir machen den Bremsflüssigkeitstester auch unten rein. Den Rabattcode kennt ihr. Alles unten verlinkt. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Ja, Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So, als erstes zu empfehlen, mit einem Schraubenzieher das Ganze runterzudrücken. Aber das könnt ihr nicht zu oft machen. Deswegen aufpassen. Und dabei dann das Seil einmal raushebeln. Das kriegen wir nachher rausgewackelt, wenn wir an die Seite besser drankommen. Aber wichtig, dass er hier schon mal raus ist. Weil nachher, wenn ihr den lose habt, hier rumzuhebeln, immer ein bisschen schwierig. Anschließend nehmen wir einen 15er. So ein bisschen klopfen, ein bisschen warm machen. Und dann sollte das Ganze sich lösen. Die Schrauben sind leider nicht neu mit dabei, aber wenn ihr schon den Sattel wechselt, dann könnt ihr das am besten in Verbindung gleich mit Scheibe und Klötze machen. Das werden wir auch noch machen, nur nicht in diesem Video, weil hier geht es um den Bremssattel. So, dann den oben, lasst den noch ruhig dran. So, also habt ruhig, wenn ihr diese Sache bei dem Modell angeht, einen Brenner mit dabei. Der hat sich gut gelöst, aber hier mussten wir ein bisschen warm machen.
Das saß nämlich bombenfest. Ja, und dann können wir das Ganze einmal abmachen. Jetzt, wenn der auf Spannung ist, können wir den abmachen. So, da sind nämlich solche drei Pinne, die man quasi reindrücken muss. Die Seile kommen auch neu, aber nicht in diesem Video. Deswegen achtet darauf, dass die Seile bei euch gängig sind. Und hier die Manschette ist kaputt. Die Seile kommen hier auch neu, nur halt wieder nicht in diesem Video. Und achtet darauf, dass die Seile bei euch gängig sind und die Manschettenheile sind. Hier in dem Fall sind die kaputt und dadurch kommt Wasser rein, das Ganze rostet, gammelt. Deswegen nicht gut das Ganze. Wenn ihr sowas seht, macht die Seile gleich neu und dann können wir das Ganze abmachen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass man das hier am besten nicht so weit runterhängen lässt. Das Ganze müssen wir hier jetzt einmal sauber machen und die Gefahr besteht, wir haben halt hier eine Bremsleitung und da ist so eine Überwurfmutter drauf. Und die gammelt sehr, sehr gerne fest, sodass wir den Sattel wahrscheinlich abdrehen können, aber die Mutter nicht bewegen können. Deswegen benötigt ihr idealerweise einen Brenner, damit ihr das Ganze gängig machen könnt. Bisschen die Beschichtung weg. Das Problem ist halt wie folgt. Hier geht die Beschichtung sehr, sehr gerne, bläht sich auf und dann löst sich das Ganze schwieriger. Hier war ein 11er. Ja. So, haben wir die Mutter gelöst? Nee. Die Mutter ist noch fest. Wir haben aber den Sattel gelöst. Ist aber schon mal gut. Können wir wenigstens Folgendes machen. So abschrauben und dann könntet ihr rein theoretisch den neuen so wieder draufschrauben. Oder das Ganze warm machen und die Überwurfmutter gängig machen. Wenn sich das bei euch alles ein bisschen gelöst hat, dann könnt ihr anschließend Unterbodenschutz drauf machen. So, wie man sehen kann, diese Mutter muss sich hier drauf drehen. So, und wenn ihr das dann gängig habt, da war nämlich ziemlich viel Dreck zwischen, können wir auch den neuen Bremssattel dran schrauben. Der muss richtig schön gleichgängig da reingeschraubt werden können. So, ziehen das Ganze einmal fest. Ja, wenn ihr nur den Bremssattel wechselt, macht natürlich die Klötze sauber, Führungsbolzen prüfen, dass die schön gängig sind, das ganze Prozedere. Wir werden aber noch ein separates Video dazu abfilmen. Hier geht es halt nur um den Bremssattel. Und können das Ganze hier wieder anschließend zusammenbauen. Achtet auch darauf, dass diese Federn gegen den Sattel drücken und nicht hier seitlich rausdrücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Achtet darauf, es gibt da zwei unterschiedliche Schrauben.
und zwar welche mit Loctite und welche ohne. Ideal wäre es natürlich, wenn ihr die mit Loctite verwendet. Ich werde die jetzt einfach nur erstmal ansetzen, weil wir noch ein Wechselvideo machen, dass ich mir den Loctite hier nicht kaputt mache. Wenn ihr aber solche Schrauben mitgeliefert habt, dann habt ihr die Möglichkeit, es gibt ja auch Loctite flüssig, Kauflink unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das hier drauf machen und reinschrauben. Also Loctite ist Schraubensicherung. So, die Schrauben bekommen 35 Newtonmeter. Dass ihr so den Richtwert mal habt. Ja, und anschließend bei dem neuen Sattel könnt ihr den Hebel natürlich viel, viel tiefer bewegen, weil der Kolben halt noch nicht komplett rausgefahren ist. Das machen wir noch neu, Bremse machen wir noch neu, folgt einem anderen Video. Die Klammern müssen wir. Wenn ihr das alte Seil benutzt, die alten Klammern müsst ihr ein bisschen rausbiegen, damit ihr den einrasten könnt. Wir lassen das jetzt erstmal so, aber dass ihr Bescheid wisst, der kriegt eh noch neue Seile, dass das dann da vernünftig eingerastet werden muss. Das rastet dann noch ein, wenn man das Ganze ein bisschen auseinanderbiegt. Ja, das zum Thema. Das zum Thema. Bremssattel. Ja, und über dieses Ventil wird dann Bremsflüssigkeit entlüftet. Den abmachen, aufdrehen, da folgt ein separates Video zu. Bremsflüssigkeit entlüften. Ja, Leute, und so circa könnte das Ganze aussehen, wenn man den Bremssattel wechseln möchte. Wie gesagt, natürlich. Bremsflüssigkeit entlüften. Seil machen wir noch neu. Bremse hinten machen wir auch noch neu. Da folgt ein separates Video zu. Und ja. Wenn ihr das Ganze jetzt hier in dem Video euch anguckt, macht das Ganze mit neu, dann habt ihr Ruhe. Und ja, so kann das Ganze aussehen. Kauflinks unten in der Videobeschreibung und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten alles in die Kommentare. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist kostenlos. Ja, checkt unten die Kommentare ab und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!